Willkommen zu Musotalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Es geht los. Hallo und herzlich willkommen bei Musotalk Ausgefragt. Und heute bin ich in der Kanzlei Berndorf und Berndorf in Berlin-Kreuzberg. Hallo Barbara. Hallo. So, ich habe dich mal angesprochen, weil es doch eine Menge Fragen zu einem Thema gibt. Das nennt sich KSK abgekürzt. Das ist die Künstlersozialkasse. Und die erste Frage ist, was ist das eigentlich? Ja, also die Künstlersozialkasse ist geschaffen worden, um Publizisten und selbstständige Künstler in eine dem Arbeitnehmer ähnliche Position zu bringen. Mhm. Das hört sich jetzt ein bisschen hochtrabend an, aber der Sinn ist einfach der, dass man festgestellt hat, dass Künstler oft sehr schlecht abgesichert sind. Das heißt, wenn es finanziell nicht so gut läuft, dann wird die Krankenkasse einfach eingespart, Rentenversicherungen werden sowieso nicht gezahlt und dann hat man sich überlegt, die Künstlersozialkasse zu schaffen. Mhm. Und im Gegensatz zu dem, was oft angenommen wird, ist die Künstlersozialkasse keine Renten- oder Krankenversicherung selbst. Keine Krankenkasse. Genau, es ist keine Krankenkasse, sondern es ist eine Institution, die Beiträge zuschießt, die einfach Geld zuschießt zu den Beiträgen, die für die Künstler von den Künstlern zu zahlen sind für ihre Krankenversicherung. Das ist der eine Teil. Also die ist sozusagen die KSK hat zwei Aufgaben. Also die Hauptaufgabe ist natürlich die Versicherung, also die nicht die Versicherung ihrer, das stimmt natürlich nicht, sondern die Sicherstellung, dass Künstler und Publizisten versichert werden. Und um das zu finanzieren, gibt es eben eine zweite Aufgabe der Künstlersozialkasse, nämlich das Einholen von Geldern von Verwertern künstlerischer Leistungen. Okay. Das heißt, sie besorgt sich Geld von Und gibt es dann den Künstlern, schüttet es dann den Künstlern genau. wieder aus? Genau, da gibt es so eine Dreiteilung, also ein Teil der Beiträge, also der Gelder, die benötigt werden, der wird finanziert durch die Beiträge der Künstler an die KSK. Ein Teil wird finanziert durch die Einnahmen, die sie von den Verwertern haben und der dritte Teil kommt vom Bund dazu. Und ein Künstler, also das Besondere ist, es handelt sich jetzt also nicht um 5 oder 10% Zuschuss, sondern der Künstler wird wie ein Arbeitnehmer behandelt und man erhält 50% zur Krankenkasse dazu und zur Rentenversicherung. Ich glaube, das hattest du mir schon mal im Vorfeld auch so ähnlich erklärt, dass quasi dann die KSK sowas Ähnliches ist oder wie ein Arbeitgeber. Ja, also es ist also kein Arbeitgeber, aber von der Zahlung her oder von der Summe der... Also der Arbeitgeberanteil quasi, genau. Die Zahlung wird über diese KSK irgendwie abgewickelt. Das ist ja, wenn ich jetzt einen normalen Bürojob habe, den ich ja auch schon gehabt habe, dann zahle ich ja meine Sozialabgaben. Genau. Die werden mir sofort abgezogen. Genau. Aber was viele ja nicht wissen ist, der Arbeitgeber muss ja die gleiche Summe quasi auch nochmal für viele Sachen mit einzahlen. Also genau. Den Arbeitgeberanteil. Also es ist praktisch so, die Summen sind genau, also 9,95% von der Rentenversicherung. An die Rentenversicherung zahlt man an die KSK und das, was fehlt, um den üblichen Satz von 19% zu erreichen, der wird von der KSK übernommen. Und bei der Krankenversicherung ist es genauso. Ich glaube, es sind 7,7% im Moment, die man selber von seinem Einkommen praktisch an die KSK zahlt. Und das wird aufgefüllt zu dem geltenden Satz von 14-15%. Und was ist jetzt mal so ganz blöd gesagt? Der Vorteil für mich, wenn ich sage, ich will mich nicht selber versichern, sondern gegen die KSK, dass ich die Hälfte der Beiträge spare? Fragezeichen. Naja, es ist eine Entscheidung, die jedem Künstler obliegt. Also man hat ja im Prinzip eine Freiheit gehabt. Ich weiß nicht, ob es eigentlich noch geht, dass man sich gar nicht versichert. Mhm. Das soll eigentlich verhindert werden, weil es natürlich schlimm ist, wenn man irgendeinen Unfall hat oder eine schwere Krankheit und das selbst bezahlen muss. Man kann sich natürlich, das ist... früher so gewesen, dass man sich einfach selber versichert. Das Wichtige aber an der KSK ist, dass es eigentlich eine Pflichtversicherung ist. Das heißt, wenn ich Künstler bin, selbstständiger Künstler und nicht irgendwo angestellt arbeite, meinetwegen als Bildhauer für ein Kunstkonglomerat oder so, sondern wenn ich wirklich selbstständiger Künstler bin oder Publizist, dann ist die KSK eine Pflichtversicherung. Das heißt, mit Aufnahme der künstlerischen Tätigkeit muss ich mich da versichern. Aha, das nur, war mir doch gar nicht bewusst. Ja, nur zwei Gruppen fallen raus, nämlich diejenigen, die sehr viel verdienen. Die können dann irgendwann sagen, nee, das mache ich nicht. Ich möchte mich lieber privat versichern oder ich möchte auch nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, sondern lieber mich über Lebensversicherung oder irgendwas anderes absichern.
Und diejenigen, die sehr wenig verdienen, die fallen auch raus. Also es reicht nicht zu sagen, ich bin selbstständiger Künstler, verdiene 300 Euro im Jahr und versichere mich über die KSK. Das geht nicht. Aha. Jetzt ist für mich jetzt erstmal so der schwierige Punkt, wo ist denn so der, wann ist denn das Merkmal erreicht, wenn ich tatsächlich ausschließlich künstlerisch tätig bin, wenn ich jetzt zum Beispiel Musik produziere, was ja viele der Zuschauer machen. Wann ist denn so der Punkt erreicht, wo man sagen kann, das ist jetzt ich bin tatsächlich ein Künstler, ja, der in die KSK kann? Kann oder muss? Muss. Genau. Also wann ist denn eine künstlerische Tätigkeit wirklich eine ausschließlich künstlerische Tätigkeit und wann ist es denn ein Gewerbe? Ist denn zum Beispiel, wenn ich einen Remix produziere, ist das eine gewerbliche Handlung oder bin ich da ausschließlich Künstler? Das ist mir noch nicht ganz klar, wo da das jetzt ist auch, so die... Das kann man auch nicht so pauschal sagen. Mhm. Also es gibt bestimmte Gruppen von Berufen, die halt von der KSK in solchen Tabellen zusammengefasst sind. Die unproblematischen sind zum Beispiel, jemand ist Komponist, jemand ist Schauspieler, jemand ist Journalist, jemand ist ganz klassisch Musiker und arbeitet einfach immer als Musiker, dann ist das ganz klar eine künstlerische Tätigkeit. Wie jetzt genau die. Aber er darf dann nicht angestellt sein. Nee, oder? Genau, er darf nicht angestellt sein. Wenn er jetzt in einem Orchester arbeitet und bei einem Theater angestellt ist, dann wird das anders geregelt. Dann werden diejenigen nicht unbedingt über die KSK versichert. Also man muss selbstständig sein und künstlerisch tätig sein. Und DJ? Ja, das sind die Probleme. Also es gibt, genau im Musikbereich gibt es ganz viele Problemberufe, sage ich mal. Nämlich Tontechniker, Produzent, Manager, Mixing Engineer, also Mischtonmeister, DJs. Das sind so die schwierigen Sachen. Also wir haben mehrere DJs, die bei der KSK versichert sind, hier im Büro betreut, aber... Man muss es unterscheiden. Man muss sagen, solange es eine reine, sage ich mal, Plattenauflegertätigkeit ist, jetzt wertfrei. Also man legt Platten auf, wertfrei, eine nach der anderen, wie ein Alleinunterhalter auf dem Schützenfest oder so, dann ist das eine Tätigkeit, die sicherlich von der KSK nicht als künstlerisch erachtet wird. Aber wer prüft das? Ja, man muss sich ja anmelden bei der KSK. Okay. Man muss nachweisen, also man muss sich nicht anmelden, aber man muss den Antrag stellen, auf, dass man aufgenommen wird. Oder man muss sich melden und dann wird geprüft, ob die Voraussetzungen einer Versicherungspflicht vorliegen. Mhm. So heißt es, glaube ich, genau. Anders ist es bei Leuten, die auflegen, die eben während des Auflegens künstlerisch tätig sind. Das heißt, die verschiedene Sounds ineinander mischen. Also Arme in die Höhe reißen reicht dann wahrscheinlich nicht. Nee, das reicht nicht. Also man muss eben verschiedene Sounds mischen, verschiedene, also was Neues kreieren praktisch. Okay. Also die künstlerische Art des Auflegens und die rein... dienstleisterische, sage ich mal, ja, wenn man sich zum Beispiel auch mehr nach dem Publikum richtet, die wollen jetzt eine bestimmte Musikrichtung hören und dann macht man das halt, dann ist man nicht mehr so, man schafft zwar auch, man schafft es, Leute zum Tanzen zu bringen, aber es ist nicht unbedingt eine künstlerische Tätigkeit. Da haben wir ja wahrscheinlich einen der ganz, ganz schwierigen Fälle erwischt. Das ist ein ganz schwieriger Fall. Einfacher sind Tontechniker, die sind nämlich nicht, das geht nämlich nicht, weil die KSK immer noch den Unterschied macht. Ein Tonmeister mit einer Hochschulausbildung oder einer Fachhochschulausbildung, das ist künstlerische Tätigkeit. Und ein Tontechniker, das sagt schon der Name, das sagt die KSK auf jeden Fall, ist ein technischer Beruf. Alles klar. Also man muss ein Meister sein. Es ist sehr streitbar und wir arbeiten wirklich für viele Leute aus dem Bereich, die sehr verärgert sind darüber. Und das ist auch verständlich, aber es geht weiter. Ja? Mastering zum Beispiel ist... wird klassisch als technische Tätigkeit angesehen, ist es aber nicht, weil das Mastering ganz, eine ganz wertvolle Tätigkeit ist und es wird unheimlich viel Geld ausgegeben, ein bestimmtes Mastering-Studio zu bekommen und einen bestimmten Sound zu erzielen in der Endmischung durch das Mastering. Deswegen bin ich eigentlich der Meinung, dass Mastering kein technischer Beruf ist, sondern durchaus künstlerische Elemente hat. Und das ist die Kunst dann, wenn man gerne in die KSK möchte, das deutlich zu machen, dass man sagt, okay, das, was ich mache, ist vielleicht dem Papier nach eine technische Tätigkeit, aber in Wirklichkeit mache ich was ganz anderes und bin eher ein Sounddesigner oder sowas. Okay. Dann ist das schon wieder anders. Ja? Also, dann gibt es ja noch den